Es ist der verzweifelte Versuch, Aufmerksamkeit zu erregen. An der bosnisch-kroatischen Grenze versuchen etwa 100 Flüchtlinge in die EU zu gelangen. Auch wenn das aussichtslos ist, die Szenen zeigen, der Migrationsdruck auf dem Balkan wächst wieder. Die meisten Flüchtlinge wählen jetzt die Südroute über Albanien. In Tirana, vor dem nagelneuen Flüchtlingslager, treffen wir Abdul Kadir aus Syrien. Ich will so schnell es geht wieder weg hier, weiter nach Deutschland. Hier will ich keinesfalls bleiben. Aber geht es nach Österreichs Regierung, könnte in Albanien das Flüchtlingsaufnahmezentrum für die ganze EU entstehen. Albaniens Regierung scheint nicht abgeneigt, man hofft auf Finanzhilfen und einen schnellen EU-Beitritt. Wir haben schon im Kosovo-Krieg gezeigt, dass wir im Notfall 600.000 Menschen aufnehmen können. Also Albanien wäre auf jeden Fall dazu in der Lage. Von Albanien weiter nach Bosnien. Das Land hat sich zum Hotspot auf der Südroute entwickelt. Im Vergleich zum Vorjahr sind die Flüchtlingszahlen deutlich gestiegen. Von einer Flüchtlingskrise könne aber keine Rede sein. Von 2015 sind die Zahlen weit entfernt. Damals sind in Griechenland 850.000 Menschen angekommen. In diesem Jahr waren es bisher 12.000. In Bihać, nahe der 900 Kilometer langen Grenze zu Kroatien, haben Hunderte Zuflucht in einer Ruine gesucht. Viele hier wurden schon mehrmals von der Polizei zurück nach Bosnien geprügelt. Die Preise für Schlepper haben sich vervielfacht, aber ans Aufgeben denkt kaum einer.